So, hallo Leute, es geht weiter. Wir wollen uns in dieser kleinen kurzen Session einmal kurz gucken, was wir so machen können, um den Status des Servers abzufragen. Und vielleicht schaffen wir sogar noch ein bisschen Prozessverwaltung. Wir haben uns eingeloggt auf unserem Server, ganz normal. Und wir wollen erstmal wissen, wer ist da. Deswegen fragen wir Who. Da sieht man dann praktisch, welche User online sind und auf welcher Konsole sie sind. Also hier sieht man zum Beispiel die Konsole. Da. Diese Konsole kann man abfragen mit TTY. Kann man sagen, aber ich bin sozusagen also auf Konsole 3, wie man jetzt sieht, eingeloggt. Die anderen sind auf anderen Konsolen eingeloggt. Ich kann irgendwie sagen, okay, irgendwie ich kann zum Beispiel Finger, das ist praktisch ein Befehl, mit dem man über einen User Informationen rausholt. Sagen wir mal, ich sag mal Finger Leo. Und dann kann ich irgendwie zum Beispiel sehen, wann er das letzte Mal da war und so weiter und so fort. So, das waren erstmal die User-Sachen. Dann können wir sehen, irgendwie welche Prozesse ich laufen habe. PS, das sind meine Prozesse, die momentan laufen. Das heißt, ich habe irgendwie auf dieser Konsole 3, also PTS 3, habe ich jetzt die Bash, das ist die Shell, auf der ich arbeite. Und PS, das ist der Befehl, den ich dort irgendwie drauf gestartet habe. Diese beiden Programme laufen. Das heißt, Bash hat dann PS gestartet. Ich kann aber auch anzeigen, alle, also AUX, alle Prozesse, die insgesamt laufen. Das ist dann natürlich eine ganze Menge. Und das kann man irgendwie auch ein bisschen anders machen. Man kann das immer pipen und kann dann ein Less hintersetzen. Dann kann man das seitenweise durchblättern und kann gucken, welche Programme laufen insgesamt auf dem Server, von welchem User. Das kann man zum Beispiel auch sagen, ich möchte zum Beispiel irgendwie alle Programme haben, die, sagen wir mal, die ich laufen lasse, also grep pi. Und dann sehen wir, welche Programme also mit Pi irgendwie drin sind. Das ist aber nicht nur die Pi, sondern das Prozess-ID ist auch mit dabei. Sagen wir mal, ich sag mal, wir wollen wissen, ob irgendwelche Temux-Programme laufen. Also Temux, da sieht man, Temux läuft, Torben lässt Temux immer noch laufen. Das ist im Hintergrund dann. So, das ist PS. Wir können aber auch sehen, zum Beispiel mit Top, welche Programme verbrauchen wie viel, also wie viel Rechenzeit, wie viel von unserem Server ist irgendwie durch Programme belegt. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass jetzt Just-in-Time läuft da noch irgendwo ein Prozess. Da läuft ein fetter Prozess. Sehen wir? Da sehen wir hier, da läuft ein fetter Prozess und dieser Prozess hat die Prozess-ID 3270 und da scheint irgendwo noch ein fettes Programm zu laufen, das hier 98% der CPU wegnimmt. Dann sage ich, oh, dann macht das ja irgendwie sozusagen mein Server langsam. Es ist nicht nice, hier sieht man, ob es nice ist oder nicht. Das heißt, diesen Prozess, den wollen wir mal erledigen. Und das können wir machen, indem wir uns die Zahl merken, also 3270 ist der Prozess-ID und wir sagen einfach mal kill 3270. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Und er ist weg. Wir können natürlich nur unsere eigenen Prozesse killen. Und ich kann zum Beispiel den Prozess von Torben 1644, der Temux, kann ich nicht killen. Das kann ich mal machen. Kill 1644. Dafür müsste ich entweder Torben sein oder ich müsste. Ist nicht erlaubt. Oder ich müsste Super-User sein, dann dürfte ich das machen. Mache ich nicht, weil ich nicht weiß, dass er da drin am Laufen hat. Jedenfalls sehe ich, dass er, wenn man hier oben wie guckt, dass er praktisch keine Rechenzeit wegnimmt. Aber er nimmt natürlich sehr wohl Speicher weg. Und das ist nicht sehr viel. Das ist, glaube ich, in Kilobyte. Das heißt, er hat 5 Megabyte Speicher. Insgesamt 2 Megabyte, die er wirklich wegnimmt. Das ist erträglich, aber man räumt sozusagen mit Temux auf. Temux ist praktisch eine virtuelle Konsole. Ich zeige das gleich. Ich wollte erstmal gucken, dass wir nochmal kurz in die Man-Hilfe reingucken, ob das wirklich alle Befehle waren, die wir brauchen.
Wir haben Statusanzeige, wir haben Topf haben wir angezeigt, wir haben PS angezeigt, PX Outs haben wir angezeigt, Who haben wir angezeigt. Wir können zeigen, welche CPU wir haben, Uptime, wie lange dieser Rechner läuft, Free, wie viel Speicher wir haben, GeoIP Lookup habe ich schon mal gezeigt und Who is, kann ich auch nochmal zeigen. Das machen wir jetzt irgendwie kurz. Und zwar LSC CPU Uptime und Free. LSC CPU zeigen wir an, praktisch wie viel Megahertz wir haben, was für eine CPU da drin ist. Das ist ein ARM4-6, also das ist ein ARM4-6 Prozessor auf 900 Megahertz und das heißt, das ist ein Raspberry Pi 1, der auch nur eine CPU hat. Die neueren haben 4 und das heißt, das ist recht wenig. So, dann können wir fragen, Free, Human Readable, mit minus A, können wir sehen, wie viel Speicher verbrauchen. Wir haben insgesamt zur Verfügung für das System 370 MB von insgesamt 500, weil der Rest für die Grafik sozusagen drauf geht. Kann man minimieren, ich habe das jetzt, kann man umkonfigurieren, wenn wir noch ein bisschen mehr Speicher brauchen. 300 MB sind davon benutzt, also fast alles, aber wir haben alleine hier über 200 MB durch Cache und Buffer benutzt, das heißt, das ist nicht so schlimm, dass nur 70 frei sind. Kritisch wird es, wenn wir im Swap-Speicher sind, das heißt, wenn wir zu viel Speicher verbrauchen und wir im Swap-Speicher mehr als dieses 34, dann wird er irgendwie langsamer. So, falls das passieren sollte, kann ich immer noch auf einen neueren Raspberry Pi umsteigen und den Server einfach aufwerten, indem ich einfach die Karte rausnehme, in einen neuen Raspberry Pi reinstecke und das wäre es dann. Dann habe ich irgendwie viermal so viel Rechenpower und ich habe doppelt so viel Speicher, das heißt, ich habe dann deutlich mehr übrig. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Weise schwierig wird, weil ich eben in Wirklichkeit von diesen 370 eigentlich das hier frei habe. Das sind diese Buffer-Cache, die eigentlich frei sind. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir wirklich frei haben. Also dieses hier zusammen mit dem hier. Also das heißt, wir haben wirklich 477 Megabyte an sich frei. Der Rest wird nur genutzt vom System für Zwischenspeichern. So, das war das nächste. Und dann gucken wir nochmal... Gehen wir nochmal in unseren Man rein. Was hatten wir dort? Wir hatten LS Uptime. Achso, genau. Uptime können wir sagen. Uptime, irgendwie praktisch, wie lange ist dieser Rechner dran? Der läuft jetzt seit 3 Tagen und wir haben 4 Users momentan, die eingeloggt sind und die Load Average in der letzten Minute ist 0,6%. 57% davor und 56, also in den 5 Minuten davor. Und nee, das ist das, was jetzt ist, was in einer Minute ist und das in 5 Minuten davor ist. Und da wir vorher irgendwie so einen fetten Prozess hatten, sehen wir hier, dass die Auslastung des Systems ziemlich hoch war. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir machen können, wenn wir zum Beispiel ein Programm haben. Ich habe dafür irgendwie einfach mal ein kleines Programm gemacht hier, dieses Run Lua. Das ist einfach nur eine Schleife, die ihr seht, die einfach durchläuft und nichts weiter macht als printen. Also ich sorge dafür, dass das Ding sozusagen einfach nur frisst. Wir gucken uns jetzt mal, wir machen dafür einmal kurz Tmux auf, damit wir das schön. Und zu Tmux komme ich später nochmal, praktisch wie das besser funktioniert, also wie er damit umgeht. Wir werden das jetzt erstmal so machen, dass wir hier das wäre jetzt falsch. Egal. Dass wir nach oben gehen. Hier starte ich mal den Run. Und dann gehe ich mal nach unten. Und sage Top. Und da sehen wir jetzt Top. Da läuft jetzt Tmux und Lua Just-in-Time mit jeweils 30% Auslastung. Das heißt, das eine ist der Tmux, der jetzt irgendwie das Scrollen übernimmt von dem Bildschirm. Das andere ist das Programm. Und die haben ungefähr 30% jeweils, das heißt, ich habe irgendwie schon eine ganz heftige Systemauslastung. Dadurch, dass das nicht nice ist, werden alle User auf diesem System das merken. Ich drücke Q, um diese Sache zu beenden und ich gehe nochmal oben auf den oberen Bildschirm und Ctrl-C, um das zu beenden, also das Programm abzubrechen. Und jetzt sage ich, ich mache das mal mit nice. So, dann gehe ich nochmal wieder runter. Und starte hier nochmal Topf und wir gucken uns nochmal an, wie das jetzt aussieht. So, jetzt sieht es so aus, dass wir der eigentliche Lua-Prozess ist nice, aber die Konsole,
Temux ist weiterhin nicht nice. Das heißt, der verbraucht weiterhin Energie. Das heißt, wenn wir das, wenn wir in Zukunft einen langwierigen Prozess laufen haben, dann müssen wir das gesamte Temux als nice starten. So, ich habe jetzt Temux beendet. Und wir können übrigens, wenn wir Temux, wir können Temux praktisch laufen lassen, können hier zum Beispiel etwas sagen, das verlassen. Und jetzt können wir Temux ls sagen, haben wir eine Session offen und mit attach oder a können wir uns damit verbinden. Wie ihr seht, ist das erhalten geblieben da oben. Das ist nicht das, was ich wollte, sondern ich wollte den gesamten Temux nicen. Das heißt, wir haben jetzt praktisch eine Konsole im Hintergrund sozusagen, die geneist ist. Und wenn wir jetzt hier einen Prozess laufen lassen, wird der ebenfalls geneist. Ich verlasse mal den Temux wieder und sag mal top. Und da sehen wir jetzt, dass sowohl Lua Just in Time als auch Temux hier mit nice läuft. Auf minus, also praktisch auf den Prozess 10. Das heißt, mein Vordergrundprozess, der jetzt hier ist, läuft praktisch mit voller Geschwindigkeit, ohne dass irgendetwas passiert, weil sozusagen der Hintergrundprozess nur dann ausgeführt wird, wenn im Vordergrund nichts läuft. Das heißt, somit könnt ihr sicher sein, dass im Vordergrund niemand darunter leidet, was ihr bastelt, wenn ihr irgendwelchen Kram macht. So, wir haben irgendwo mit Temux, wenn wir ls machen, sehen wir, da läuft sozusagen noch ein Temux, den können wir uns wiederholen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und da ist er, Ctrl-C, um das zu beenden. Und damit haben wir den, der ist ja zu. Und wir können ihn hier mit Exit, können wir ihn verlassen. Wenn wir jetzt sagen wir mal das nicht gemacht haben, ich verlasse ihn jetzt mal, ich gehe mal wieder raus. Und Temux ls zeige ich an, dass wir hier praktisch dieses noch offen haben. Dann kann ich irgendwie mit Temux Kill Session, Kill Server sagen und dann würde ich alle meine eigenen Temuxe beenden. Und wenn wir jetzt Temux ls sagen, sagt er, es ist nichts mehr da. Das heißt, ich habe im Hintergrund den Temux, den ich offen hatte, gekillt und damit ist natürlich hier auch nichts mehr da. So, das ist ganz wichtig. Und jetzt können wir zum Beispiel auch sagen, dass wir, wenn wir ein Programm starten, also hier, und ohne Temux, einfach nur so laufen haben, und wir wollen was anderes machen zwischendurch, dann sagen wir Ctrl-Z. Und halten diesen Prozess an. Mit Jobs können wir die angehaltenen Prozesse sehen. Mit Foreground können wir Prozess 1 zurückholen. Oder wenn da nur einer ist, dann brauchen wir auch nur 1, dann brauchen wir gar nichts zu sagen. Aber wir sagen hier vorne Foreground 1. Ne? Also wir holen es zurück und jetzt läuft er weiter. Wie ihr seht, hat der nicht. Wir sind jetzt bei 40.000, 42.000. Wir lassen wieder Foreground und da läuft er weiter. Er läuft nicht im Hintergrund, also er ist wirklich gestoppt. Wir können jetzt zum Beispiel VI aufrufen und uns das kleine Programmanruf angucken, das ich geschrieben habe. Nur, dass wir mal sehen, das typische Ding, das hier diese magische erste Zeile, dann die Endlosschleife und wir gehen dann wieder raus. Und weiterhin Jobs, da ist er noch, Foreground und jetzt können wir ihn weiterlaufen lassen. Das heißt, wir können. Wenn wir Ctrl-C drücken, den Kram abbrechen. Das sind so wichtige Sachen. Also Ctrl-C für abbrechen, Ctrl-Z für suspenden, also für schlafen schicken. Und dann können wir noch was machen, wenn wir zum Beispiel sagen, wir schreiben einem User eine Nachricht. Dann können wir zum Beispiel jetzt eine Nachricht schreiben, hallo User. Und wenn wir die Eingabe beenden wollen, können wir Ctrl-D drücken. Das ist das letzte, also D. Ne? Control-Taste und D zusammen, dann ist das sozusagen eine Sache. Und so könnt ihr zum Beispiel einem anderen User eine kurze Nachricht schreiben. Wenn ihr Who sagt, seht ihr hier. Okay. Ihr könnt auch irgendwie direkt sagen, write P zum Beispiel auf, ich bin jetzt momentan auf welcher Konsole bin ich hier? TDY. Ich bin auf Konsole 3 und jetzt kann ich mir zum Beispiel auf PTS 3 direkt eine Nachricht schicken, indem ich sage, hallo. Und dann breche ich das ab und seht ihr, da kommt sozusagen direkt die Nachricht auf die eigene Konsole. Ich kann da sozusagen
das spezifizieren, dass ich mir selbst auf meine eigene Konsole etwas schreibe. Ich habe es einmal geschrieben und da ist es dann gekommen. Also erst ist diese Meldung gekommen, dass eine Message kommt, dann habe ich die Message geschrieben, dann wurde die Message gesendet und dann habe ich mit Ctrl-D habe ich die Eingabe beendet. So, das sind jetzt 14 Minuten und wir gehen noch mal kurz durch, ob wir alle aus dieser Klasse alle Sachen gemacht haben. Wie gesagt, zu T-Mox komme ich nochmal später. Wir haben LSCPU, Uptime, Free, GeoIP-Lookup habe ich gemacht mit Whois. Kann man übrigens auch noch abfragen, wer der Betreiber einer Webseite ist, zum Beispiel. Whois kann man fragen, also meine Webseite jetzt ist nicht aufgeführt, deswegen machen wir das einfach mal. So, da kommt nämlich, ist invalid, das ist, deswegen ist das DeepNet. Aber sagen wir mal zum Beispiel, wenn wir jetzt google.de nehmen, dann würden wir bei Whois dann praktisch irgendwie rauskriegen können, wer die angemeldet hat, wie man die Leute, die den angemeldet haben, diese Seite Nation Z, das ist praktisch das, der unterste Teil ist der Teil, der da ist. Das heißt, wenn ihr damit ein Problem habt, könnt ihr euch an diesen Administrator wenden, der das dann macht und der Administrator hat einen Übergeordneten, der dann praktisch hier ist. Sie sind irgendwie beide angestellt bei Google und das hier ist sozusagen der, das ist Google.de. Das heißt, der hat sozusagen, ist eine Unterfirma von Google. Und deswegen ist das Mark Monitor Incorporated. Danach, der hat irgendwie aber bei Google einen Server und das ist sozusagen dann der Techie. Das ist die technische Seite, das ist die Verwaltungsseite. Und das gilt eigentlich für jede Webseite. Und deswegen, wenn ihr eine Webseite macht und ihr habt eine eigene Domain, dann habt ihr hier irgendwie einen Problem. Zum Beispiel whois.neonnacht.de. Das ist auch meine Webseite. Kann man gucken. Und da sieht man dann, dass ich nicht eingetragen bin, sondern ein Freund von mir. So, das wäre dann zum Beispiel ein Beispiel für Whois. Und ich glaube, wir sind damit auch für diese Sache erstmal durch. Nochmal meine Hilfe. Statusanzeige ist durch. Wir haben die Prozessverwaltung durch. Ach so, Nice hatten wir. Disown, also Tmux haben wir irgendwie kurz gemacht. Das mache ich aber noch eine eigene. Das ist ein bisschen komplexer. Das machen wir noch in meiner eigenen Session. Und Disown ist, wenn wir einen Prozess von der Konsole lösen wollen. Das können wir auch machen. Wir können zum Beispiel unser schönes Run aufrufen. Wir können sagen, die Ausgabe soll nach Dev0 laufen. Das heißt, jetzt würde das Ding sozusagen keine Ausgabe erzeugen. Und das können wir auch im Hintergrund starten. So wird es im Hintergrund gestartet. Dann sagen wir Jobs. Da sieht er, das ist im Hintergrund läuft, ist ein Job, nämlich dieser. Und wir können den jetzt nicht abbrechen. Also wir haben dieses Unzeichen, heißt, wir wollen dieses Ding im Hintergrund starten. So, und jetzt können wir sagen, wir holen es wieder nach vorne. Und jetzt können wir Ctrl-C drücken, das abbrechen. So ist das, so kann man zum Beispiel einen Prozess einfach so auf der Shell im Hintergrund laufen lassen, mit Jobs das Ding anzeigen und ja. Eigentlich sind wir damit jetzt durch. Da gibt es noch viel mehr zu sagen. Wenn ihr mehr wissen wollt, habt ihr irgendwie halt mit Man Jobs, Man Foreground und so weiter, habt ihr die. Ups. Ah, ne, das ist glaube ich alles in Bash drin. Also dann müsste man Man Bash machen und da ist dann irgendwo die Anleitung für Foreground, ja, da sind sie dann irgendwie, die werden dann aufgeführt. Übrigens, wenn ihr irgendwie in einem Help seid und ihr sucht etwas, dann drückt ihr unten Schrägstrich. Schrägstrich. Und dann könnt ihr hier direkt FG eingeben für Foreground. Und dann wird irgendwie, und dann könnt ihr mit N, könnt ihr weiterblättern und da habt ihr die Help für Foreground. Da das ein Teil von der Bash selbst ist, oder von der Shell selbst und kein Befehl ist, der irgendwo auf der Platte liegt, hat der sozusagen keine eigene Help-Seite, sondern ist ein Teil von der Bash. So, Q für Quit, um da rauszukommen und ich glaube, damit sind wir dann für diese Session auch wieder durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.